Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 4. Wir hüpfen direkt ans Steuer mit E. Und machen uns auf den Weg zur Titan. Keiner weiß, was hier los ist. Aber das ist eure Gelegenheit, Licht in die Sache zu bringen. Vermasselt es nicht. Verstanden, Agent. Die Menschen auf der Valkyrie verlassen sich auf uns. Hier geht's nicht nur um die Valkyrie, Junge. Wurden wir gerade mal sanft abgeschmissen. Wie lange dauert es wohl noch, bis das Schiff untergeht? Lange genug. Eine Aufklärungsheli haben wir auf der rechten Seite. Was genau suchen wir eigentlich, Agent? Die Titan ist ein verdammt großes Schiff. Setz dich und genieß die Fahrt. Wenn wir da sind, erfahrt ihr alles weiter. Du frisst uns ins Unbekannte. Was gibt's da zu genießen? Irish, komm schon. Ihr seid hier, um einen Job zu erledigen. Und ich sage, wo es lang geht, okay? Ja, Sir. Agent, auf mich. Leave it to Marie. Ich genieße die Fahrt, wie ich es tun soll. Oh ja, und da ist schon der brennende Koloss. Wo steckt die Crew verdammt nochmal? Normal müssten die eigentlich alles voll Menschen sein. Wir sind aber niemand. Wir sollen da ernsthaft sein. Irgendjemand hat sie erledigt. Komm, Sir! Wo müssen wir hin? Kommt wir rein! Warte mal um und kreis sie! Sucht nach einem Loch im Rumpf oder so! Alles klar, wir fahren da jetzt tatsächlich mit unserem Speedboat in das Ding rein. Das kann natürlich eine Tombstone. Ich hab solche Schäden schon mal gesehen. Chinesische Schiffsabwehrrakete. Fahr durch, Wrecker. Wir docken da jetzt ein. Ja, auf was Schluss? Pass auf, die Titan wurde nicht vom EMP in Shanghai genutzt. Sie hat mehrere Stunden lang Berichte gesagt, die wir nicht kennen. Was ist das bei allen? Ja, das halte ich für keine gute Idee, Guys. Ich muss hier hoch. Lass bloß die Augen nicht liegen. Na toll, uns in diesen Stahlkoloss reinzukriechen. Ja, typische Tombstone-Mission. Würde ich mal sagen. Mit Wasser haben wir es ja nicht so. Unser Sarge ist ja auf die Weise auch gestorben. Korvik, haben wir einen Fluchtplan, denn das Ding kippt? Wann wird sie runterrutschen? Dann sollten wir lieber nicht mehr hier sein. Und der VDR auch nicht. Ja, das ist natürlich eine super Idee. Anders. Pass auf, wo du hintrittst. Wir sind auf dem C-Deck und wollen zur Schadenskontrollzentrale. Such ich lauf da. Durch die kommen wir direkt ans Ding. Luke G46. Okay, da habe ich was, Sir. Auf hier den Laden. G46 aufgeklärt. Wrecker hat sie. Na komm. Hopp, hopp. Mache ich das alleine? Ich mach's alleine. Wofür braucht man euch? Ja, warte, ich helfe dir. Ganz nett von dir. Du bist ganz lieb. Aufmachen. Du bist ganz, ganz lieb. Sollen wir echt runter? Ja, schwimmen, oder Marine? Ja? Wir tauchen bis zum Mitteldeck, da müssen wir über Wasser sein. Also los! Toll. Ich frage mich gerade, wie viel Sauerstoff da in diesem Atemgerät drin sein soll. Du hast das Arschloch gehört. Bring rein. Rein in die Soße. Na wunderbar. Und wir, Alter, sind hier die ganzen toten Soldaten. Die sind ertrunken. Ich glaube auch ertrinken ist eine der schlimmsten Todesarten überhaupt. Und das Schicksal könnte uns auch blühen, wenn wir nicht aufpassen. Und auch der ganze Sound und die Atmosphäre ist super gemacht. Und fühlt sich regelrecht wie unter Wasser. Und ach, guck mal, hier noch mehr Leichen. Ja. Die Opfer des Krieges. Von einem Konflikt, von dem wir noch nicht mal genau wissen, worum es eigentlich geht. Okay, wir haben es, glaube ich, schon mal hinter uns gebracht gerade. Sieht so aus, als würden wir hier mal wieder andocken. Im Hafen. Marinehafen. Tombstone-Hafen.
Hört mal. Überlebende? Könnte mechanisch sein. Wir müssen weiter. Das Wasser steigt schnell. Sind alle bereit? Dann losgehen. Ready. Ich mach auf. Darf nicht schieben. Die Geräusche sind direkt vor uns. Verdammt, wo zum Teufel stecken die? Sir, das klingt wie ein SOS. Vielleicht ist jemand eingeschlossen. Das wissen wir nicht, Sergeant. Was ist denn aus der Suche nach Infos geworden? Und Überlebenden? Das ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort. Verstanden, Sergeant? Von uns hängen mehrere 10.000 Leben ab. Nicht nur eine Handvoll. Selbst eine Handvoll zählt. Wir denken da anders. Denk, was du willst. Bewegung, verdammt. Das ist nicht mechanisch. Das sind Menschen. Es ist dieses Arschloch. Wenn hier noch Leute sind, können wir sie nicht im Stich lassen. Das wäre nicht richtig. Ich weiß, Heinrich, ich weiß. Wenn ihr euch mal da die Debatte hingibt, gehe ich einfach mal weiter, ne? Das sollte ja kein Problem sein, Jungs, oder? Maschinenraum? Mann, seht euch das an. Was macht der denn da? Unter Wasser. Scheiße. Ich glaube, das war schon wieder Teleport. Finde einen Weg da durch. Wir müssen die Intel rausschaffen, bevor das Schiff untergeht. Na, großartig. Sie läuft voll. Ja, deswegen ein bisschen Double Action angesagt. Hallo, hier unten. Das Wasser steigt. Bringt uns da hoch. Das ist der einzige Weg raus hier. Komm, aufschneiden. Angst, wir holen euch da raus. Jawohl. Weg da. Scheiße, ist zugeschweißt. Sorry. Da liegen gerade mal das Telefon. Gehen wir. Ein Scheiß tun wir. Wir lassen sie nicht zurück. Selbst mit dem Schweißgerät würde das Ganze 9 Minuten dauern. Wenn das Wasser weiter so steigt, sind sie bis dahin längst tot. Sie bleiben hier. Das ist ein Befehl. Du hast Garrison gehört. Mann, fick dich. Haltet durch, Leute. Nein, das ist nicht. Alter, komm mal wieder klar. Scheiße, Irish, bleib cool. Tut mir leid. Gehen wir los, los. Fuck. So ein Wichser, das zahle ich ihm ein. Sie haben gerade eine Mitglied. Hol ich mir. Wecker. Und die haben Soldaten. Wir müssen los. Die haben uns hier eingesperrt. Bitte lass uns nicht hier unten sterben. Wer hat euch eingesperrt? Sie haben uns eingesperrt und hier gelassen. Keine Ahnung, warum. Sie haben die Rakete ins Schiff geschossen und es dann geändert? Das ist doch sinnlos. Decker, wir sollten weiter. Ich will hier nicht sterben! Nein, bitte! Oh, das gucken wir uns lieber nicht an. Sag meiner Mann, ich kann doch so nicht sterben! Nicht in dieser Luft! Bringen wir es hinter uns. In wenigen Minuten geht sie unter. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir selber nicht deren Schicksal erleiden und hier doch ein bisschen Hackengas geben. Es war ja klar, dass die Mission so enden wird am Ende. Oder in der Mitte schon, in dem Fall. Also los, runter von diesem Rosthaufen. Wurde aber auch Zeit. So, jetzt haben wir hier die letzten Infos geborgen. Das sind doch Chinesen. Und nochmal das Telefon. Tut mir leid. Hier mitten im Feuergefecht. Ei, okay, keine gute Idee, ja, so an die Front zu stören. Aber man sieht hier auch gar nichts. Ich habe einfach mal grob drauf. Die klären sich natürlich ziemlich leicht auf durch ihr rotes, durch die roten Laser, die sie angebracht haben an ihre Kniften. Ist ja gut, Kollege. Komm her, zeig deinen Kopf. Kopf. Ja, und das immer noch auf normal, ne? Das haben wir als Backup-Waffe. Boah, ich finde diese Colt so geil. Die macht One-Shot-Kills. Bam! Alter. Was auch immer. Alter, komm mal wieder klar. Boah, da haben wir alle Cash mit dem Ding. Alter. Ist das Ding gerade auseinandergebrochen? Und noch mehr verwundete Schiffe? Was war's? Jetzt wäre aber nur schleunigst Zeit hier, das. Okay, come on! Wo ist das verdammte Boot? Was? Kontakt? Jetzt hier noch ein Battle.
Ich brauche euch alle lebendig. Der steht aber auch cool dran. Die Chinesen, die sind einfach. Ei! Nee. Sind wir gerade erschlagen worden hier oder wie? Da müssen wir jetzt auch noch aufpassen, dass nicht irgendein Teil aus der Luft uns da gerade mal platt macht. Mann, ey. Also okay, das heißt ein bisschen überlegter vorrücken. Ach hier, das Flugzeug kam gerade mal. Hat uns gerade mal zerlegt. Aber ist okay, von hier oben können wir den einen oder anderen Feind da unter ein bisschen Beschuss nehmen. Wir rücken vor. Mitten im Feuer. Wir bleiben doch bei der Waffe. Jetzt wäre mal ein perfekter Zeitmodus, den T-Modus zu aktivieren und hier ein paar Headshots zu verteilen. Ja komm, auf geht's Jungs. Ich markiere euch mal Ziele. Alter, da kommt irgendein Granatwerfer, die blick ich hin. Da ist irgendeiner am Launchen. Da. Ist das ein chinesisches Schiff? Sieht ganz danach aus. Wir sind hier auf offener Fläche. Gefundenes Fressen. Check, wir rücken ja ab. Und hier ist die Air Force schon im Einsatz. Das scheint ein chinesischer Frachter zu sein oder sowas. Und ein Seegefecht ist auch in Gange. Ja, da sind, das macht natürlich Spaß, in sowas reinzukommen. Nehmt, nehmt, nehmt. Headshot. Was war das? Oh, eine Flashbang. Wir hauen auch mal eine Nähe raus. Da habt ihr. Da habt ihr. Ich hab aber, ihr braucht's noch. Wo ist es? Geronimo! Alter! Mit der Ausrüstung, den Waffen, dem ganzen Koppeln und allem drum und dran hüpfen die da einfach in so ein Gewässer rein. So eine See, er muss mit jetzt hochschwimmen. Oh, er muss hochschwimmen, weil hier was aufpassen, nicht, dass wir noch ertrinken. So, Orientierung, da ist das Boot. Danke, Rack. Irish, sorry. Du bist ja Irish. Ich dachte schon deinen Namen. Alter. Okay, wir müssen steuern, zur Valkyrie zurückkehren. Was haben wir denn noch für eine Sekundärwaffe? Lässt sich irgendwie gerade nicht abfeuern. Das heißt, wir bleiben bei unserem... Was haben wir denn hier? Wo ist denn die Val? Ist das die Valkyrie? Wir steuern das Schiff an. Und wir haben es auch mit Lufteinheiten zu tun. Komm, dann geben wir mal ein bisschen Sperrfeuer. Wir spielen sozusagen eine fahrende Flak. Das war nicht so klug, Jungs. Wir haben 30er Geschütz gegen so ein Schlauchboot. Das ist auch so ein Speedboot. Hier müssen wir ganz schön nach vorne anhalten. Die Geschwindigkeit, mit der wir hier heizen, ist echt extrem. Nee, das ist grad... Ach, auf der Karte ist die Valkyrie markiert. Check. Und wir müssen wahrscheinlich während der Fahrt andocken. Alter. Da hat uns gerade mal entweder ein Chinese, wahrscheinlich einer von uns, den Arsch gerettet. Den Bob ist. Ich wechsle mal auf die Primit. Ach, wir haben auch Rockets. Komm, hau raus. Können wir natürlich hier den Feind markieren und jetzt schon mal eine mitgeben. Aber man braucht Sichtkontakt dafür. Schieß, schieß, schieß. Schieß ja nicht. Wir bleiben mal lieber beim Geschütz. Jungs, ihr könnt ruhig rausgeben, ne? Ist kein Problem. Den haben wir auch. Da kommt noch ein Kandidat. Den haben wir in der Luft erledigt. Trifft immer mal wieder vom Kurs ab. Nicht da, nichts gibt's. Alter, die nehmen aber auch ganz schön was. Oh. Oh shit, die werden sie auseinanderreißen, die Schweine. Ja, die Gas ist noch lange nicht vorbei.
wir gerade mal ein bisschen reingesteckt. Mir sieht so aus, als würden wir gerade auf ein chinesisches Schiff ansteuern. Und da irgendwie die Feindboote absetzen. Und wir werden von hinten beschossen. Jawohl. Und der Agent Kowal ist mit der Minigun am Start. Jetzt aber. Also ich bin gerade auf Vollspeed, auf dem Boost. Ich habe die ganze Zeit schon den Boost drin. Auf W kann man normal fahren und wenn man noch die Caps Lock-Taste drücken, dann haben wir noch einen Speed Boost. Und der ist bei mir schon die ganze Zeit drin. Und wir müssen anscheinend mit dem Schiff hier aufschließen. Und jetzt haben wir auch noch einen Heli am Sack. Alter. Nee, komm Kollege. Du darfst abstürzen. Das ist kein Problem. Alter. Hör mal. Nee, ist der gerade noch auf uns drauf gefallen. Und ja, wir heizen da jetzt in Vollspeed rein. Alter. Typische Tombstone-Aktion. Wieder mal. Schauen wir, wie viel wir davon noch erleben werden, von diesen Tombstone-Aktionen. Und hier sieht es gleich aus, als würde ich uns hier eine Front erwarten. Und wir hatten recht. Was ist das? Come on. Hier in der Nähe. Nein. Komm. Das war jetzt knapp. Nate. Firefight, Tombstone, auf geht's. So. Eiskalt geköpft. Wer es nicht in den Arm hat, der hat's im Kopf. Das gilt auch für die Kugeln, die wir verteilen. Die wollen uns alle umbringen. Wo ist Garrison? Wir haben seit 10 Minuten nichts von der Brücke gehört. Was ist mit den Leuten bei Garrison? Wen meinst du? Das chinesische Paar. Das Schiff ist doch voll von Chinesen. Scheiße! Wir müssen zur Brücke. Sofort! Kriegen wir eine Marine-Eskorte? Zur Brücke! Geh voraus, Riker! Ich gehe voraus. Keine Ahnung, wer Freund oder Feind ist. Und so ein Feuergefecht in so einem Schiff ist bestimmt auch nicht ohne. Weil es ist verdammt eng, es ist verdammt laut, das unterschätzt man arg. Den Schall. Wenn hier Schusswaffen abgefeuert würden. Alter! Ich hier gerade mal so ein Minigun. Heli vorbei. Jawohl, hier haben wir aus. Oh, was haben wir denn hier? Ein Stinger. Die nehmen wir mal mit, die können immer nützlich werden. Und AUG, wir bleiben bei der AUG. Als Backup-Waffe. Holen wir uns mal eine M4. Wir sind immerhin Amerikaner. Und die kann nicht schaden. Moment, ja, Stinger, bin ich dran. Wie praktisch, dass der Heli hier wie in der Modeschau einfach ballettmäßig eine Runde dreht. Komm jetzt aber. Will mich jetzt verarschen. Alter, hallo? Will mich jetzt so dumm verkaufen? Geh da rein. Stinger, Nachschub. Gib mal die Stinger her. Ja, wo soll ich die dann abfeuern, bitte? Wahrscheinlich nicht von da, ne? Ja. Nee, doch von da. Leute. Ich hock mich jetzt mal hin, extra. Das war der Trick, man hätte sich hinhocken müssen. Ja, lass mich mal hier raus. Schauen wir mal, wie sich die M4 bewährt. Ah, die gefällt mir schon mal jetzt schon mal nicht schlecht. Jetzt so ein Dreistoßfeuermodus. Wir können ihn vielleicht ändern. Einzelschuss. Bleiben wir mal auf Einzelschuss. So nicht, mein Freund. Da hier ist ein Helikopter.
nein. Oh shit. Hier komme ich schön von der Flanke reinwirken. Nicht vor euch, meine Kollegen. Oh, die hat gesessen. Du hörst auf. Und das war eine dumme Idee. Aus deiner Deckung hättest du mal nicht rauskommen sollen. Du hättest einfach auch kein Chinese sein sollen. Da hättest du dir das hier alles hier erspart. Ich glaube, für dich wird es Zeit, dass ich mein Messer auspacke. Ich sagte Messer. Ja, tot durch Arschgeld. Die M4 ist doch wahrscheinlich nichts für mich. Lass uns mal eine Uzi-mäßig was auspacken. Die PP2000 oder die MX4. Dann haben wir noch eine Schnellfeuerwaffe. Wir können durch die Krankenstation gehen. Lass uns mal die Schnellfeuerwaffe auspacken. Wo eine Schrotflinte wäre eigentlich angebracht gewesen. Ich bin hinten dran, Jungs. Penner hat Probleme! Bring die Tür auf! Alter. Yes. Scheiß, Pack, mach du! Nein. Ich kann gerade, ich bin gerade Jackie Chan hier am Zuschauen. Wird hier wieder ein Klischee bedient? Ja, was sollen wir jetzt da machen? Scheiß! Tür! Hat er tatsächlich die Tür eingedreht, oder wie? Geht das überhaupt? Meine Fresse, kann die kämpfen. Wo zum Teufel ist der? Garrison hat ihn verlegt. Das hast du zugelassen. Ihm ist egal, wer ich bin. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn bekämpfen? Ich habe die Verteidigungslinie gehalten. Ruf das Kommandodeck und frag Garrison, wo er ist. Auf dich wird er hören. Meine Güte, Hannah, das Kommandodeck ist abgeschnitten. Sieh zu, dass du verschwindest. Auf geht's, Tumsturm. Ich sichere. Du steckst voller Überraschung. Was, Hannah? Hör mal bitte auf mit meiner asiatischen Schönheit hier zu flirten. Die ist schon vergeben. Augen offen. Okay, jetzt hier sieht es mir aus, als würden wir ein bisschen mehr Probleme haben. Was war das denn jetzt? Hallo? Ja. Wir spielen hier noch die Early Access Version. Deswegen passiert da auch mal ab und zu das ein oder andere. Ne, was war denn das jetzt? Sind wir hier einfach mal, wurden wir unfairerweise explodiert und sind dann durch das Schiff geschleudert. Und dann war irgendwie kein Schiff mehr da. Gut, dass die Speicherpunkte so gut gesetzt sind. Bereit? Ja, wir sind bereit. Hier, dieses Druckwerfen hat uns gerade mal durch das Schiff befördert. Weg mal da, geh mal da weg. Du kannst zwar gut kämpfen, aber du kannst auch gut im Weg stehen. Aufhören? Die Stellung zur Stellung. Da oben ist ein Anti-Air-Geschütz. Lass mal doch noch die T-Optik drin. Ich schaff das nicht alleine. Hier liegt das Ding an. Sieht so aus, als müssten wir bald wieder das Ding einsetzen. Oh, Codec! Ei. Feindlicher Heli ist erledigt! Ganz genau! Legt euch nicht mit der Valkyrie an! Achtung, Luftangriff! Oh nein! Transporter! Ausschalten, bevor sie die absetzen können! Wir müssen verhindern, dass diese Wichser die Kommandobrücke erreichen! Gut, dass wir noch unsere... Der braucht natürlich wieder zwei. Zumindest wissen wir jetzt, wie wir die Dinger einzusetzen haben. Bereit zum Angriff! Na komm! Abschuss, Sergeant! Das war knapp! Schalt den Hubschrauber auf! Abschuss bestätigt! Hab ich den doch schon. Kommt noch einer. Ja, kommt noch einer. Und wir hocken uns immerhin beim Schießen. Ich weiß nicht warum, aber es wirkt sicherheitshalber. Aber die Stinger-Rakete zieht erstmal ordentlich hoch nach dem Abfeuern. Genau hinlangen. Boom.
Gib mal hier den Nachschub her. Wo ist Nachschub? Da vorne. Ich glaube, das reicht zum Aufladen. Ne, es reicht nicht. Wir müssen nochmal aufs Ding da drauf drücken. Gib her. Ja, wieder 5 Schuss. Komm, holt den ab. Einer noch. Der kommt nicht weg. Aufgehalten. Ach. Jetzt haben sie Infanterie abgesessen. Also eine Nahkampf-Uzi ist hier nicht unbedingt die beste Waffe. Schalten um auf T. Jetzt mal Ruhe da. Was näht? Die Mutter hat den Weg geschmissen. Was ist jetzt mit Komik, ja? Komik oder komisch? Mit komisch. Komisch, was ist los? Bist schon nicht etwa Knockout? Alter, der Typ ist echt am Sack. Gar nicht gut. Vermutlich ist alles da drin. Nimm's dir. Garrison hat die Codes. Cenk wird dich jagen. Du schließt den Mittelpunkt. Alter. Er muss überleben. Marines sagt Garrison, dass er ihr trauen muss. Rekka, übernimm die Führung. Los! Los! Los, auf geht's! War ein Krieger bis zum letzten. Ich gehe vor das Rot, Leder. Und ich glaube, da wir die deutsche Version zocken. Gehen wir zur Brücke und suchen Garrison? Ja, geh mal beiseite. Jetzt gibst du wieder die Befehle. Jetzt, da er tot ist, tut es mir leid für ihn. Obwohl ich ihn gar nicht gemocht habe, aber jetzt vermisse ich ihn schon so ein klein bisschen. Wir machen, müssen ohne ihn weitermachen. Hallo? Lieferung. Hör mal auf da, Kollege. Was liegt hier? Ach, hier liegt eine gute Knifte. Die nehmen wir uns, können wir uns natürlich nicht nehmen. Gesichert! Gesichert! Captain Garrison, die Brücke ist gesichert. Ist er okay? Er ist stabil. Wo ist Agent Kovic? Hat's nicht geschafft, Sir. Verdammte Scheiße. Dein Tombstone schwimmt die Valkyrie noch. Aber sie ist angeschlagen. Wir sind weit weg von zu Hause und dem Feindgebiet. Es kommt vielleicht noch schlimmer. Daher bin ich froh, euch Marines hier zu haben. Sergeant Wrecker, Besprechung in 15 Minuten. Tombstone gehört Ihnen. Hurra! Hurra. Ja, und das ist wahrlich kein glorreicher Moment. Wir haben die Führung von Tombstone ein zweites Mal. Und wieder ist unser Anführer gestorben. Das Pazifikkommando durch chinesische Raketen ausgelöscht wurde. Da hat jetzt Cheng das Sagen. Was von unserer Flotte auch übrig sein mag, ist da draußen jetzt vollkommen blind. Ist der Ernst der Lage bewusst, Captain? Ein Grund mehr, vorsichtig zu sein, aber sie ins Quad aufzunehmen, das hat Irish nicht gefallen. Irish kennt nicht alle Umstände. Das sind besondere Bedingungen. Sie geht mit euch. Verstanden. Irish ist ein guter Mann. Ich passe auf ihn auf. Das weiß ich zu schätzen, Pank. Sie sind eigenwillig, aber auch ein guter Anführer. Danke, Captain. Müssen wir noch was über den Angriff auf das Flugfeld wissen? Ja, holen Sie Wrecker. Und das ist immer wichtig. Denn ohne mich geht da nichts. Pank, Wrecker, sperrt die Ohren auf.
Unsere letzten Raketen müssen ihren Zweck erfüllen. Greift das Flugfeld an. Haltet den Boden im Auge. Schickt ein Signal, wenn ihre Flugzeuge abheben wollen. Wir jagen die Hurensöhne in die Hölle und ziehen nach Westen. Verstanden, Captain. Kinderspiel. Pack. Wrecker, ihr kommt vielleicht nicht zurück. Wie viele eurer Freunde. Doch jetzt zählt's. Das ist unsere Chance. Wer das Flugfeld erreicht und die Flares zündet, hat noch 30 Sekunden, bevor unsere Raketen einschlagen. Alles klar. Lasst euch nicht von uns abknallen. Anna? Auf geht's, Wrecker. Und sie wird jetzt wohl unseren Squad joinen. Ja. Yeah. Wer auch immer hier zu nahe kommt, ist mein Feind. Wow, was machst du denn hier? Ich bin freiwillig hier. Ach, freiwillig? Wer hat das bewilligt? Captain Garrison, klär das mit ihm. Habt ihr das gewusst? Sprechen Sie Mandarin, Sergeant? Ich wüsste wirklich nicht, was dich das angeht, Mädchen. Ich will nur helfen. Du stehst hinter mir, oder? Ich denke, das ist ein großer Fehler. Sie ist ein Risiko und eine Belastung. Tja, ich sehe es als Vorteil, ehrlich gesagt. So eine Dreimann-Aktion. Achtung an alle! Sie hören Captain Garrison. Soldaten der Valkyrie, wir alle sind müde. Wir haben alle gelitten. Haben Kameraden und Freunde verloren. Sie sollen nicht umsonst gestorben sein. Der Sturm hält die feindliche Luftflotte am Boden, aber nicht mehr lang. Wir mögen das letzte Schiff sein, doch wir gehen nicht kampflos unter. Wir steuern gen Westen. Wir nehmen das Flugfeld im Schutze des Sturms ein und sichern die Straße von Singapur. Siegt mit Tempo und Mut. Dieser Sturm wird uns nach Hause tragen. Ein letzter verzweifelter Angriff sozusagen. Angriff ist ja immer schon die beste Verteidigung gewesen. Und wir in der Mitte am Steuer. Ja, und wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Battlefield 4. Was für eine Folge. Wir waren auf dem Schiff, auf dem es keinen Ausweg mehr gab, die Soldaten, die wir zurücklassen haben müssen. Kovic ist gestorben und wir sind erneut der Führer von Tombstone. Wieder einmal durch den Tod unseres Vorgesetzten. Wie es weitergeht, ich bin gespannt, es mit euch zu erleben und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye.